mit rund 1100 Zuschauern war das Südstadion an diesem Samstagnachmittag ordentlich gefüllt. Für die Fortuna stand das 5. Heimspiel der Saison auf dem Programm. Die ersten 4 konnte die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat allesamt gewinnen. Auch die Partie heute gegen den SC Verl sollte sich nahtlos in diese beeindruckende Statistik einfügen. Das zumindest war der Plan von den Kölnern. Wie schon in den 3 Spielen zuvor ging die Fortuna unverändert ins Spiel und hatte nach 5 Minuten die erste gute Möglichkeit in dieser Partie. Placzynski rutscht weg und auf einmal der Weg frei für Thomas Kraus, der Stürmer mit freier Schussbahn, der Ball aber zu unplatziert. Der Rasen im Südstadion war extrem feucht an diesem Nachmittag. Viele Spieler hatten große Probleme mit der Standfestigkeit und daraus resultierten dann eben auch immer wieder Torchancen. Wieder Kraus mit der Möglichkeit, aber der Verler Schlussmann Jonathan Mellweg mit einer guten Reaktion nach 18 Minuten. Die Gäste aus Verl mussten unter der Woche eine peinliche 0:1 Pokalpleite bei TuS Dornberg hinnehmen. Auch nach 30 Minuten hatten sie Mühe, in diese Partie hineinzufinden. Die Fortuna mit gefühlten 80% Ballbesitz, aber eben auch mit der fehlenden Gefahr im 16er. Der Schussversuch von Cannizzaro, noch eine der gefährlichsten Aktionen in Halbzeit 1. Rein in die zweiten 45 Minuten. Koschinat wechselte, brachte Erik Schaaf für Sebastian Zinke, der stark gelb-rot gefährdet war. Und auf einmal ein seltenes Bild, der SC Verl in der Nähe des Fortuna 16ers. Sascha Brinker, eigentlich eine gute Schussmöglichkeit für den Mittelfeldmann. Der Ball kommt aber nicht auf das Tor. Das hatten die Gäste auch schon mal besser gemacht in der Vergangenheit. Das letzte Spiel gegen die Fortuna konnten die Ostwestfalen ja mit 3:0 gewinnen. Dementsprechend stand das Spiel für die Fortuna auch heute unter dem Motto Revanche. Dann diese Szene, Cannizzaro, der Ball im Tor, der Stürmer jubelt, das Südstadion jubelt, aber nicht lange. Das Schiedsrichtergespann hatte auf Abseits erkannt, eine Fehlentscheidung, was die Verlangsamung zeigt. Cannizzaro steht beim Pass von Njeng hinter dem Ball, somit eigentlich ein regulärer Treffer, ganz bitter für die Fortuna. Trotzdem, es war jetzt die beste Phase der Hausherren. Wieder ein Freistoß. Lejean, diesmal abgefangen vom Verler Schlussmann. Und der versuchte dann den offenen Raum bei der Fortuna zu nutzen. Der Konter läuft über Schröder, der mit dem guten Auge für Manuel Rast die Hereingabe alle verpassen. Ganz hinten lauert Lejean und der kann dann schlussendlich zur Ecke klären. Auch Mitte der zweiten Halbzeit, die Fortuna, das spielbestimmendere Team, suchte aber immer viel zu selten den Weg über die Außenbahn. Jetzt mal eine gute Ablage von Kraus für Pagano, der Stürmer aus der Distanz. Mit seinen 6 Treffern führt er ja aktuell noch die Torschützenliste in der Regionalliga West an. Koschinat reagierte erneut, brachte nach 65 Minuten Stürmer für Stürmer. Montabell kam für Cannizzaro und es spielte weiterhin nur die Fortuna. Gute Flanke von Pagano und Lejean in der Mitte, so hoch, so frei. Vielleicht war er da selbst überrascht, dass er da so alleine gelassen wurde. Auch in der Schlussphase blieb es beim gleichen Bild. Nur eine Mannschaft wollte hier ein Tor erzielen. Nur eine Mannschaft wollte den Sieg. Pagano für Kraus, aber im letzten Augenblick Julian Schmidt dazwischen. Für Kraus war es am heutigen Nachmittag einfach zum Verzweifeln. Er ackerte, er lief viel, die Einstellung beim 25-Jährigen wieder einmal vorbildlich. Nur ein kleines Quäntchen Glück fehlte am Ende in den entscheidenden Szenen. Nächster Beleg. Die gute Möglichkeit für den Stürmer aus 7 Metern. Bessere Chancen kann man kaum bekommen. Aber wieder kein Tor für die Fortuna, der auch so langsam die Zeit davon lief. Sonst so erfolgreich, so eiskalt in der Schlussphase. Aber heute sollte das Erfolgserlebnis ausbleiben. Der Kapitän Lukas Notbeck noch einmal aus der Distanz. Aber das war sie dann. Die letzte Möglichkeit in diesem Spiel. Schlussendlich ein glanzloses 0:0. Die Serie gerissen. Zum ersten Mal in der Saison schafft es ein Team, Punkte aus dem Südstadion zu entführen. An den Fans lag es nicht. Sie unterstützten das Team lautstark über 90 Minuten. Aber unterm Strich bleibt eben nur dieser eine Punkt zu wenig
für den Aufwand, den die Kölner über die gesamte Spielzeit betrieben haben. Die Ferler verteidigten klug, verteidigten tief und ermauerten sich diesen Punkt. Für die Fortuna geht es dann am nächsten Freitag im Derby gegen den 1. FC Köln darum, sich die verlorenen Punkte zurückzuholen.